Hallo und seid willkommen zu einem neuen Pickup-Video über Transformers. Es geht um meine Transformers-Sammlung. Ich habe was Neues. Was seht ihr gleich? Diesmal hat sich so ein paar Kleinigkeiten in meine Sammlung geflüchtet, kann ich sagen. Gut, ich werde jetzt nicht das Video unterbrechen, weil ich habe eine Sache inzwischen auch noch bekommen. Ich werde gleich da ein Foto von einblenden. Und zwar habe ich die beiden Target Master zu meinem G1 Quake bekommen inzwischen von dem lieben Florian, dem Bürgermeister. Nochmals vielen, vielen Dank dafür. Und der ist jetzt wunderbar vollständig und ja, ziert so meine Sammlung. Gut, und mit Transformers G1 geht es auf eine Art auch weiter, und zwar wechsle ich zu G2, der Generation 2. Da habe ich jetzt noch eine Figur gefunden bei Kleinanzeigen. Sie ist nicht perfekt und sie ist auch nicht vollständig. Es fehlen die Waffen und ein kleines Teil fehlt leider, aber den findet man schon recht selten und ich wollte ihn noch haben. Ja, und ich bin richtig stolz, ihn auch zu haben. Ich habe dafür mit Versand, glaube ich, 25 Euro bezahlt. War mir wert. Glaube ich 20 oder 25 Euro habe ich bezahlt, schon einige Zeit her. Ist auch ein bisschen ausgeleiert bei den Beinen, die halten nicht hundertprozentig, aber seht ihr ja, Slack. Er ist grün, das ist, macht ihn aus. Richtig gut, die Aufkleber sind wunderbar gelungen, also richtig, ich mag die Dinobots, sind auch das Coolste, was bei G1 rausgekommen ist und dabei für sind, wenn man denkt, jetzt verfasse ich mich. Wenn man bedenkt, dass sie in Japan noch in der Diaclone-Reihe davor oder in der Vorversion vor Transformers fast in den 70ern schon in der 70er rausgekommen sind, sind die großartig gemacht, sind die auch sehr beliebt, also mit die beliebtesten Figuren überhaupt. Hier könnt ihr sehen, hier fehlt so eine kleine Klappe, das ist hier im Vergleich, da ist so eine Plastikklappe, die fehlt hier. Ja, macht mir, ist jetzt für mich nicht ganz so schlimm, weil die Figur so kaum zu finden ist und eben halt für mich jetzt in meiner Sammlung ziert. Ich habe den normalen Slag aus von den klassischen Dinobots, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt die Waffen habe. Ich glaube, die fehlen mir auch noch. Aber unabhängig davon, ich wollte einen G2 noch haben, denn ich habe auch die anderen G2s inzwischen. Also ich habe den blauen Grimlock und ich habe den roten Snarl. Somit habe ich die G2 Dinobots. Es gibt leider nur 3 von 5. Der fünfte, der Swoop, der Flugsaurier, ist in Deutschland ja nie erschienen und auch eine kleine Auflage. Ich habe ihn in einer Box mir mal irgendwann vor 20 Jahren gekauft. Dadurch habe ich Glück, also habe ich es aus Amerika bekommen. Auch bin ich sehr stolz drüber. Und deswegen war auch alles noch gut da gekommen. Und wie gesagt, der begeistert mich auch sehr, dass er meine Sammlung vervollständigt. Und ich habe jetzt noch was zur Seite, weil doch, das wollte ich als Highlight doch ein bisschen zurückpacken dann, für mich persönliches Highlight auch. Auf jeden Fall, G2 ist eine ungewöhnliche Reihe doch gewesen, war so in den 90er rausgekommen, wo man noch ein bisschen modernisieren wollte. Viele Figuren sind wieder released worden, ein bisschen verändert, teilweise anderem Zubehör, aber andererseits auch anderen Farben. Mir gefiel nicht jede Version, der wichtigste, den habe ich auch in meiner Sammlung, der schwarze Sideswipe, den brauchte ich, aber die Dinobots. Die Dinobots. Da fällt mir nichts ein und Dinobots komme ich später nochmal zu. Aber jetzt komme ich zu G1. Wird inzwischen oder wird derzeit bei Hasbro Pulse oder bei Hasbro neu aufgelegt. Einer Cartoon-Version kann man sagen, in Boxen. Davon habe ich wieder welche bekommen. Ihr habt ja auch schon in der Vergangenheit gesehen. Und zwar habe ich jetzt den dritten der Jets. Kann man sagen, ich habe jetzt den Skywarp, den schwarzen. Vorher habe ich Starscream und Thundercracker. Boxen sind wunderschöne Artworks. Oben steht Transformers the Movie. Die Boxen selbst sind so wie die G1-Boxen im Original. Ihr könnt hier sehen, auch nochmal hinten drauf. Und der 13. Buchstaben im Alphabet, aber immer etwas, was man aus Versehen sagt. Jedenfalls werde ich euch auch nochmal ein Bild vom Thundercracker kurz zeigen, wie er aussieht. Der ist komplett identisch, nur die Farben sind ein bisschen anders. Er hat hier auch den Megatron wieder als Waffe für die Hand dabei.
Somit ist er ein bisschen abgedatet worden. Ein bisschen seltsam ist, ist ein bisschen ausgebeult, so, weil die Figur doch relativ dick ist. Er hat immer noch auch Diecast-Sachen. Das Einzige, was auch dieser nicht hat, ihr seht auch hier wieder, diese Kanonen unten sind kurz. Die sind aber leider in Wirklichkeit lang und gucken raus und das sieht nicht schön aus. Das sind die einzigen Punkte bei dem. Auf jeden Fall sonst wunderschön gemacht und gefällt mir auch wunderbar. Ja, weiter geht's. Aus der Reihe habe ich noch einen weiteren und zwar habe ich Perceptor, das Mikroskop. Sieht ja nicht so cool aus. Auch hier ein bisschen im Anime-Farben-Look. Ansonsten auch Diecast und so weiter, also Metallteile dabei. Hier seht ihr auch klassisch natürlich die Tech-Specs, die dürfen nicht fehlen, die sind auch da drauf. Das macht den klassischen Transformer auch immer aus. Auch die Box ist identisch. Ich finde ihn richtig schön. Ich meine, ich habe ihn in einer anderen Fassung, auch in meiner regulären Sammlung, aus einer anderen Collection, wo er die normale Version hat. Ach ja, das Rubbel-Logo fehlt und das vermisse ich wirklich. Das gehörte eigentlich immer zu Transformers. Und das hätte man auch hier haben können, aber leider nicht. Egal. Auf jeden Fall gefällt mir Perceptor auch richtig gut. Und die gab es alle im Hasbro Pulse Store. Was ich euch jetzt zeige, kommt aus Hasbro Pulse in Deutschland. Hab's gekauft. Also der hat, glaube ich, um die 42 Euro gekostet und die beiden. Und das, was ich jetzt habe, hat so 36 Euro gekostet. Also das sind die normalen Preise. Da lässt sich dann nichts viel machen. So, dann habe ich... Ich zeige euch das eigentlich mal zusammen kurz. Die Insektikans. Der dritte kommt auch noch raus, aber jetzt habe ich hier Kickback, die Heuschrecke, richtig geil, ja, auch richtig cool. Und hier habe ich Scrapnel, auch richtig geiles Artwork. Ihr seht, das ist leider identisch, das Artwork fast. Also die machen das nicht, geben sich schon Mühe, aber auch identisch. Eine Sache, die man hier auf dem Bild nicht sieht, ihr seht hier, habe ich jetzt Kickback hinten, die Flügel, die sind hier silber drauf und auch die Waffe ist silber, ist leider nicht der Fall, die sind grau, also sind wirklich grau, silber waren sie im Original damals und auch durchsichtig war diese Brustplatte, die konnte man bewegen, da war früher ein Pilot drin, im Originalteilen waren diese Roboter Figur oder ich sag mal Menschen gesteuert und hatten kleine Minifiguren dabei, aber die gab es nie in Deutschland und Japan. Da hießen sie auch nicht, waren sie noch vor dem Transformers-Label, weil sie sind wirklich vor Transformers entstanden, waren so eine Art Piloten und das war gar nicht so schlecht. Was dabei jetzt ist exklusiv, ist ein Energon Cube oder drei, ich glaube drei davon sind dabei pro Packung. Das macht das auch aus, sieht richtig cool aus und auch bei dem hier, so ein Käfer, richtig geil. Das sind auch Figuren, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich finde sie richtig cool, einfach gehalten und doch richtig klasse. Sind auch natürlich inzwischen neu aufgelegt worden im neuen Style, aber G1 macht halt irgendwo was aus und fasziniert mich immer wieder. Ja, und dann das letzte von Hasbro Pulse. Kam sogar versendet in seinem richtigen Actionkarton. Normal sind da zwei Stück drin und... Es ist aus der Studioserie 86 zu Transformers für Mobile. Seht euch das Artwork an. Snarl, der Dinobot. Noch mit neben Grimlock, mein Lieblings-Dinobot. Ich liebe den Stegosaurus. Richtig cool. Richtig gut gelungen, auch richtig massiv. Ja, richtig toll. Ja, kann ich auch gar nicht sagen. Das ist richtig schön. Ich mag dieses Artwork. Natürlich hätte ich auch gerne Fenster, wenn um die Figur zu zeigen, wie bei Grimlock damals das erste Mal der Fall war. Aber das ist nicht so, macht auch nicht. Aber ja, einfach nur kultig. Ja, ansonsten, was habe ich noch bekommen? Die letzte Figur, die ich geholt habe, da mag ich das Boxdesign. Also ich mag die Artworks, aber ich mag das Boxdesign nicht. Das ist also, dann spreche ich von der Transformers Legacy Evolution Reihe. Die Figur aber ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren und die ist grandios neu interpretiert und so klassisch G1. Und dann noch mit einem Zitat, mit einer Kleinigkeit dabei, das ist so ein kleiner Vogel, den man ihm auf die Schulter setzen kann, aus einer einzigartigen, besonderen G1-Episode der Cartoon-Serie und zwar aus The Golden Lagoon, die Goldene Lagune, und es handelt sich um Beachcomber. Beachcomber ist so ein Jeep. Er ist eigentlich mehr ein Forscher, kein Kämpfer wirklich. Und
Ihr seht vorne ihn als Jeep, hier vorne als Figur. Er ist richtig cool. Seht euch das an. Ich finde ihn mega. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ich finde ihn einfach nur schön. Und Beachcomber ist so ein genialer Charakter. Er ist Geologe, er liebt den Frieden, deswegen hat er auch den Vogel. Er kämpft nicht gerne und in dieser Folge stach er richtig heraus. Es gab einige G1-Folgen, wo auch die kleinen Figuren wie Powerglide, auch eine Figur, die noch nicht so in der Art umgesetzt wurde, und Sea Spray, das ist ein Luftkissenboot, auch beide meine Favorites, weil sie zu meinen allerersten Original-Transformers gehörten. Ja, die dann eben halt so sind. Also ich finde ihn richtig gut, meine absolute Lieblingsfigur derzeit, und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Richtig cool. Vielleicht mache ich nochmal ein Einzelvideo dazu, aber ich packe ihn nicht aus, ich kann ihn nicht auspacken, ich lasse ihn hier drin. Hat übrigens auch Gummireifen, wie früher. Ja, das war's. Das war's. Das waren meine Neuheiten bei Transformers. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Das waren meine Pickups, wie gesagt. Lasst mir ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Ich möchte wissen, wie findet ihr diese Transformer? Das sind jetzt zwar neuere und Neuauflagen, aber doch irgendwie cool, oder? Naja, wie dem auch sei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.